freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit euch und wir sind erstaunt, dass schon wieder eine Woche vorbei ist. In der Tat. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich und wir sind sehr gespannt auf diesen Abend, der von der Themenvorgabe ja sehr, sehr interessant sich anzulesen war, stimmt's? Mhm. Speziell diesmal. Speziell, aber ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und damit wir uns vorher einfach auf das Wort Gottes konzentrieren können, wollen wir lesen aus Epheser 1, Vers 15 bis 23. Eine ganz bekannte Bibelstelle, etwas, was uns total ermutigt und was uns beiden ganz oft aus dem Herzen spricht. Das fängt nämlich so an: Da auch ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Und das ist das, was wir beten, dass wir für die Menschen, die mit uns zusammen unterwegs sind, dass wir für euch danken und für euch beten. Jawohl. Für die Gebetsanliegen, die wir bekommen, aber auch für alle, die mit uns gemeinsam unterwegs sind in yes. dieser ganz, ganz speziellen Zeit. Es ist schon wieder ein Stapel fürs Mosekörbchen eingetroffen. Genau. Und wir danken auch an der Stelle für alle Zuschriften, für alle Ermutigungen, für alles, was ihr uns wirklich aus eurer Liebe zu den Heiligen, zu uns, zu allen anderen Menschen, die ihr beschenkt habt, wo ihr diese Dinge auf den Weg gebracht habt. Das ist uns wirklich eine große Freude immer. So, der Text geht weiter. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Amen. Das ist unser Wunsch für yes. jetzt diese gemeinsame Zeit. Absolut. Offenbarung und Weisheit von Gott, dass wir ihn erkennen, wie er ist. Ja. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Das ist etwas, was wir ganz oft beten. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens. Moment und mal. Heißt, im Geist kannst du mit den inneren Augen sehen, ja. Ja, die hier als Augen des Herzens bezeichnet werden. Also es gibt ja diesen komischen Spruch, man sieht nur mit dem Herzen gut, aber hier ist es zumindest etwas, wo Paulus sagt, ey, du hast etwas in deinem inwendigen Menschen, mit dem kannst du sehen. Und das hat was genau. mit dem Herz zu tun, nicht mit dem Verstand. Ja. Und das ist etwas, was ich extrem cool finde. Ja. Und es ist eine große Gabe, weil für manche ist diese Gabe noch erweitert oder ausgeprägter, dass sie wirklich auch sehen in der übernatürlichen Dimension. Er erleuchte die Augen deines Herzens, Amen. Damit du weißt, welche Hoffnung du durch welche Hoffnung du von ihm berufen bist. Ja. Welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält. Und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Diese Kraft, musst du dir mal vorstellen, ja. Macht, Stärke, Kraft ja. an uns erweist. Das ist doch cool. Genau. Das ist etwas, wo noch Luft nach oben ja. ist, dass diese Power Gottes sich wirklich an uns, durch uns, mit uns erweist. Genau. Und das schreibt er dann auch, denn das ist die gleiche Kraft. Diese Kraft hat er an Jesus wirken lassen, yes. als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmel zu seiner Rechten setzte. Halleluja. Hoch über jedes Regiment, jede Macht, yes. Gewalt, Amen. Und Herrschaft. Ha. Jede Macht, Gewalt und Herrschaft. Und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Und alles, alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Und ihn hat er als alles überragende Haupt der Gemeinde gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist gute Nachricht. Das ist Botschaft, die mich
jedes Mal staunen lässt, anbeten lässt, jubeln lässt, die mich zutiefst erfreut und erfüllt. Diese Gewalt und diese Kraft und diese Macht, diese Herrlichkeit, die Gott hat und die er uns, den Heiligen, uns, der Gemeinde, uns, den Herausgerufenen, gegeben hat. Ja. Einfach geschenkt. Und das ist etwas, was mich wirklich zutiefst bewegt und was wir wirklich auch euch weitergeben wollen. Lies den Text nochmal. Lies ihn für dich an diesem Wochenende zu Hause. Das ist Epheser 1, 15 bis 23, damit du das noch mehr verinnerlichen kannst, noch mehr zu deinem eigenen machst. Ja. Und du wirst merken, dass dein Herz anfängt, Gott anzubeten. Dass du anfängst, Jesus über allem zu sehen, in allem zu sehen. Dass du dein Herz erhebst zu ihm. Und deine Bitte wird genau die sein. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich das alles sehe und erfasse. Ja. Und das wollen wir jetzt zu Beginn gemeinsam tun. Vater im Himmel, wir preisen und wir ehren dich. Du bist über allem. Du hast alles unter die Füße von Jesus getan. Und du hast uns erhoben. Du hast uns Christus geschenkt. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir in diese Wahrheit hineingehen können. Damit wir erleuchtete Augen des Herzens haben. Dass wir deine Weisheit bekommen, deine Autorität empfangen können, dass wir wissen, was du uns gegeben hast, welcher Ratschluss dahinter ist. Und du hast Jesus hoch erhoben über jede Gewalt, jede Macht, alle Fürstentümer, alle Gewalten. Ja. Christus ist hoch erhoben. Halleluja. In Jesu Namen. In Namen Jesus wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jedes Knie und jede Zunge, egal von welchem Menschen, egal in welcher Position, egal in welcher Autorität, egal ob der den Herrn ehrt oder nicht, es ist vollkommen egal. Jedes Knie wird sich beugen vor Christus und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und er kommt. Herr, wir preisen dich dafür, dass wir das wissen dürfen, dass wir auf den wiederkommenden Herrn warten dürfen, dass du uns durch diese Phase, in der wir jetzt auch gerade sind, hindurchbringst hin in die Ewigkeit bei dir. Wie auch immer die nächsten Jahre, die vor uns liegen, aussehen mögen. Wir sind auf dem Weg hin zu dir und wir ehren dich dafür und wir preisen dich dafür und wir loben dich dafür und wir danken dir dafür, dass alle Macht, alle, alle Gewalt, alle Herrschaft, alle Autorität, alle Systeme unter den Füßen Jesu sind. Halleluja. Yes. Amen. Amen. Das ist gut. Ja, das ist gute Nachricht. Ich habe mich wirklich ganz neu gefreut, als ich den Text gelesen habe. So, ich mache mal ein bisschen was zu diesem spannenden Thema, was ihr gelesen habt. Und Martin hat es genannt, geistliche Spurensuche zum Thema Europa. Ja. Und dann mit dem Namen Europa, mit dem Mythos. Und jetzt habe ich gedacht, oh Mann, wahrscheinlich sagen Einzige, da habe ich es gar nicht so mit. Aber ich kann euch sagen, ich bin ja auch nicht so der Geschichtsfan. Ich habe viele Sachen, geschichtliche Zusammenhänge erst verstanden, als Martin mir das erklärt hat. Das war im Geschichtsunterricht oder Politikunterricht, je nachdem, Gesellschaftsunterricht, war das doch ein bisschen dünn, was ich da gehört hatte. Hm. Und deshalb bin ich gespannt, wie er uns bestimmte Begriffe, bestimmte Sachen erklärt, mit denen wir leben. Und wahrscheinlich... Früher haben wir immer gesagt, Geschichtsstunde mit Pastor Martin. Ja, genau. Wahrscheinlich wird uns... einfach in dem, was Martin uns mitgeben will jetzt, wird uns wahrscheinlich deutlicher werden, warum wir geworden sind, wie wir sind, als Nation, als Volk, als Menschen, die in diesem Land leben. Und, oder anders gesagt, wie wir leben, unser Umfeld, unsere sozialen, gesellschaftlichen, politischen, gemeindlichen Zusammenhänge, unsere geistlichen Wurzeln, alles das fällt ja nicht einfach so vom Himmel, sondern es hat ja einen Werdegang, eine Entwicklung
ganz lange, tiefe Wurzeln, also, die weit zurückreichen. Also ein paar Sachen werde ich anreißen. Ja. Das, was du gesagt hast, das ist too much. Also das ist zu groß. Ich werde nur so ein paar Punkte rausholen. Genau, na gut, wir schauen da drauf. Ein paar Spuren. Ein paar Spuren. Wir schauen da drauf, was er einfach uns heute da in dem Bereich mitgeben will. Und ich habe so gedacht, ja, manche haben vielleicht empfunden, was hat denn das mit Ermutigung zu tun? So, Ermutigung findet... Das habe ich mich auch gefragt. Ermutigung findet auf dem Geistlichen, auf der Geistlichen, kommt aus der geistlichen Ebene, aber Ermutigung schaut genau auf die natürlichen Dinge, um sie im Geist zu bewerten und im Geist dafür zu stehen und einzutreten, denn die Dinge im Natürlichen wollen Einfluss nehmen auf unsere geistliche, auf unser geistliches Leben. Und ich erinnere euch nochmal an die Geschichte von Amalek. Josua kämpft gegen Amalek im Natürlichen und Mose mit Hur und Aaron ist auf dem Berg und sie ringen im Gebet. Und das Gebet entscheidet, wie der Kampf ausgeht. Ja. Im Übernatürlichen wird der Gebetskampf gekämpft und im Natürlichen unten hat das Volk Gottes gesiegt. Genau. Und ich glaube, du wirst uns auch noch ein prophetisches Wort dann weitergeben, damit wir einfach auch die prophetischen Worte helfen uns, damit wir die Dinge besser verstehen, besser da reinbeten können, besser stehen können, um die Dinge, die kommen, zu erwarten und sie zu betrachten. So, wir selber, das wollte ich noch mal am Anfang sagen, wir selber haben schon einige prophetische Worte bekommen, manche vor Jahren. Und da war es mir irgendwie so ein bisschen so, naja, ich habe ein bisschen darüber gelacht, so wie Sarah. Als Sarah diese Ankündigung bekommen hat, dass sie nochmal schwanger werden wird und einen Sohn bekommen wird, da hat sie gelacht. Und so war das mit manchen prophetischen Worten, die wir bekommen haben, die wir gehört haben, dass ich dachte, hey, das ist ja, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Und ich habe darüber gelacht, weil es so unmöglich aussah. Nach dem Motto, die haben keine Ahnung von unserer Situation. Ja, ja, und dann kam es aber hervor. Es hat sich vor unseren Augen entwickelt und ich war total glücklich. Aber es gab auch vor einem Jahr ein prophetisches Wort, das wir gehört haben. Und ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Das wird nicht sein. Dass, sie hat sich bestimmt verhört. Das halte ich für ausgeschlossen. So etwas wird nie passieren. Und in der letzten Nacht habe ich... Das war aber bedrängend, negativ. Ja, sehr bedrängend. Ja. Sehr bedrängend. Und ich habe das eigentlich weit von mir geschoben, weil ich das nicht für möglich halten konnte. Und letzte Nacht habe ich geweint, weil sich genau diese dieses prophetische Wort vor meinen Augen erfüllt hat. Und ich möchte euch ermutigen, es gibt prophetische Worte, nehmt sie ernst, bete darüber, schau genau darauf, wie die Dinge sich entwickeln. Lass es nicht einfach laufen, sondern sei wachsam mit prophetischem Wort und schau, wo der Herr sich bewegt. Denn egal, wie das prophetische Wort aussieht, wir sind mit ihm unterwegs. Ja. Er hat alle Pläne, er hat alle Macht. Alles ist unter seine Füße getan und wir laufen mit ihm. Und was man dazu noch sagen kann, ist, ein prophetisches Wort hat nichts damit zu tun, ob wir uns das vorstellen können oder nicht. Wenn du es dir vorstellen kannst, brauchst du nicht unbedingt ein prophetisches Wort. Das ist ja gerade etwas, was darüber hinausgeht. Mhm. Das Wort war für uns wie so eine Art Warnung, kann man sagen, so ein Vorschatten, wo du sagst, echt, es kommt mal eine schwierige Phase. Und es war jetzt natürlich, wenn du dann merkst, okay, du gehst da rein und der Herr hat dich schon gewarnt, dann ist das durchaus etwas Hilfreiches, weil du sagst, okay, der Herr hat gewusst, es ist nicht einfach was passiert ist, so, sondern das ist dann auch sehr stärkend und tröstend, finde ich. Ja, es ist tröstend, einfach deshalb, weil ich wusste, der Herr hat es gesagt und es wird kommen. Und ich habe mir wieder ganz neu vorgenommen, das prophetische Wort zu nehmen als sein Reden und zu schauen,
wie er es in meinem Leben, im Leben meiner Kinder, meiner Familie, meinem Dienst, unserem Dienst, wie der Herr das entwickelt, wie die Dinge hervorkommen. Und wir haben die Broschüre rausgegeben, jetzt erst kürzlich, du wirst sicher nachher noch was daraus vorlesen. Nehmt diese Broschüre, legt sie euch zum Gebet hin, lest diese Worte, schau auf das, was sich entwickelt, höre auf das, was der Geist dir, zu dir sagt. Ja. Bete für erleuchtete Augen deines Herzens, dass du wirklich erfassen kannst, was Gott zu dieser Zeit in dein Leben hineinspricht. Und jetzt bin jetzt. Ich echt gespannt. Ja, ich bin auch etwas gespannt, weil die Aufgabe ist gar nicht so easy, gar nicht so leicht, weil ich werde so ein paar Facts bringen über Europa, so ein paar Punkte, ein paar Themen, Fragmente, deshalb habe ich das auch Spurensuche genannt. Ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich schon seit lange beschäftige und so ein paar interessante Sachen natürlich im Laufe der Jahre bemerkt habe. Und da möchte ich dich einfach dran Anteil haben lassen. Das ist so ein bisschen einfach hier was, da was, dort was. Es ist jetzt nicht so, dass da eine riesengroße thematischer Zusammenhang ist. Ich werde keine Endzeitlehre hier heute machen. Ich habe ja auch keine Doktrin drin. Ich mache auch keine politischen Statements. Es sind einfach so ein paar Punkte, die ich mit dir weitergeben möchte, wo ich denke, es ist gut zu wissen, es ist gut darüber zu beten, es ist gut darüber nachzudenken und es ist gut, wenn wir wissen, hier in Europa, wo wir leben, wo der Herr uns reingesetzt hat, wo er uns hinein hat geboren werden lassen, zumindest die meisten, die hier zuschauen, und zwar in diese Zeit, in diese Situation, ja, geboren für eine Zeit wie diese, wie wir im Buch Esther lesen können, und der Herr hat eine Absicht damit. Ne? Es ist unser Kontinent, Europa. Ne? Ja, Europa ist etwas, da hast du eine gigantische, reiche Historie, gewaltig, ja, die Geschichte Europas mit den verschiedenen Ländern und Kulturen und so weiter. Da gab es erstaunliche Höhen, es gab unfassbare Tiefen, Abgründe, gerade auch in Deutschland natürlich. Es gab viel Schönheit und viel Hässlichkeit. Ja, es gab viel Kultur, sehr viel Kultur, zum Teilweise zum Guten, zum Teilweise zum Bösen gebraucht. Ne? Europa war zweifellos der Kontinent, der über die Geschichte der Menschheit am allermeisten die Geschicke geprägt hat, die Geschichte geprägt hat, der die größte Autorität, die größte Power hatte, der der Welt am meisten seinen Stempel aufgedrückt hat. So, was ist Europa? Ein Mix von Ländern, von Kulturen und vor allen Dingen von sehr vielen Sprachen. Der Name Europa ist interessant, über den werden wir gleich nachdenken. Der Name Europa, ne, wird etwa seit dem 8. Jahrhundert wirklich genutzt. Da ist der also nachweisbar, da ist bekannt, okay, dieser Kontinent wird als Europa bezeichnet. Früher gibt es ein paar Hinweise, Fragmente für so Teile von Europa, Teile, was weiß ich, im Mittelmeerbereich, die so genannt worden sind. Aber erst seit dem 8. Jahrhundert ist wirklich klar, okay, dieser Kontinent hat den Namen Europa. Ja, und da gibt es eine sehr interessante mythologische Geschichte zu diesem Namen. Die werden wir uns hinterher anschauen. Und ich glaube, dass du ja, wirklich da erstaunt sein wirst. Zunächst einmal möchte ich aber etwas anderes noch sagen. Und zwar, die EU ist nicht Europa. Europa ist ein Kontinent. Die EU ist ein Zusammenschluss von aktuell 27 Staaten dieses Kontinents, ja, von den 19 eine Wirtschafts- und Währungsunion haben, aber es ist nicht Europa. Viele Leute nehmen die Fahne der EU und sagen, das ist die europäische Fahne. Das stimmt nicht. Es ist die Fahne der EU. Europa hat keine Fahne, Europa ist ein Kontinent. Aktuell, ich habe mal nachgeschaut, sind folgende europäische Länder nicht in der EU. Da gibt es erstmal ein paar kleine. Albanien, Andorra, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Republik Moldau, Montenegro und San Marino. Gut,
Einige von denen würden vielleicht gerne in der EU sein, sind es aber momentan noch nicht. Dann gibt es Länder, natürlich die Türkei, da weiß er sowieso nicht, zählten die überhaupt auch historisch gesehen zu Europa? Ja, nein, das ist so eine Mischfrage. Ukraine, Weißrussland, die gehören auch nicht zur EU momentan. Und dann gibt es auch einige westliche Länder, die nicht in der EU sind. Island, Norwegen, Schweiz, ja, gehören nicht zur EU. Und auch einige andere Länder, die jetzt wieder kleiner sind, wie beispielsweise Serbien und dann das kleine Monaco, das kleine Liechtenstein. Natürlich der Vatikan, ne? Auch ein Staat in Rom, winzig, aber ein Staat, gehört auch nicht zur EU. Und eben jetzt in Kürze dann besiegelt auch das englische Königreich, Großbritannien. Okay, das heißt, das sind alles Länder, die zu Europa gehören, Europa ausmachen, Europa geprägt haben, ja, aber nicht in der EU sind. Die EU ist nicht Europa. Das ist einfach wichtig, dass wir das ganz klar wissen. Ja? So, momentan ist die Zahl, die ich habe, ist ein bisschen älter, von 2016. 2016 war die EU, eben dieser Zusammenschluss von diesen Ländern, immerhin zweitgrößter Wirtschaftsraum der Welt. Ne? Und zwar, je nachdem, wie du es berechnest, einmal hinter den USA und einmal hinter China. Da gibt es verschiedene Berechnungsmodi, also nach Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Als Staatenverbund ist es der größte Güterproduzent weltweit und auch die größte Handelsmacht weltweit. Ja? So, das ist EU. Also hat schon Power, hat schon auch wirtschaftliche Kraft. Gut. Und ich möchte mit dir jetzt drei Symbole erstmal anschauen, die Europa betreffen. Ja, und die von der EU genutzt werden oder die für die EU so ein bisschen stehen. Und das Interessante ist, alle drei finden wir übrigens auch in der Bibel. Okay, das erste ist, wir werden uns die Flagge der EU anschauen, ne, mit den 12 Sternen. Als zweites werden wir uns dieses inoffizielle Symbol der EU anschauen, ne, wo es dann auch um den Namen geht von Europa. Das ist nämlich die Story von Europa auf dem Stier. Das wird sehr interessant. Und dann hinterher schauen wir uns nochmal etwas an zum Thema Einheit in der EU, gerade auch mit dem ganzen Sprachenthematik. Und da kommt dann der Schwenk zum Turm zu Babel. Okay, also ich glaube, es wird ein spannender Abend. Jetzt also erstmal zur EU-Flagge mit 12 Sternen. Die EU-Flagge, die kennt ihr natürlich alle. Wie gesagt, es ist nicht eine Fahne von Europa, sondern es ist die Fahne der EU. Diese Fahne ist, da gibt es verschiedene Berichte, wie die entstanden ist. Ja, verschiedene Storys, wie die entstanden ist. Je nachdem auch, keine Ahnung, wo man nachschaut. Ich habe jetzt mal hier zwei gefunden. Das eine ist ein gewisser Paul Levy. Das war ein eigentlich jüdischer Mensch. Der hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg konvertiert zum Katholizismus. Der war der Leiter der Kulturabteilung des Europarates. Ja? Und der hat im Jahr 1955, als diskutiert wurde, was machen wir da für eine Fahne und was für Symbole und so weiter, da hatte er irgendwie diesen Job, sich darum zu kümmern. Und dann ist er spazieren gegangen, also ist die Story, wie das entstanden ist, ja, ist spazieren gegangen und dann hat er eine Statue von Maria, der Mutter Gottes, gesehen mit dem Sternenkranz. Ja, das war so durch die Sonne beschienen, ja, die Sterne vor dem blauen Himmel. Hier habe ich euch ein Bild mal gezeigt von Maria, wo du so den Sternenkranz siehst, als Kirchenfenster, ne? Und so wurde das übernommen, ja, EU. Die hat also den goldenen Sternenkranz der Maria übernommen. Und vielleicht kennst du den Begriff Himmelskönigin, der wird auch im Katholizismus mitunter gebraucht. Ja? Und sie hat diesen Sternenkranz um den Kopf mit diesen 12 Sternen. Und so haben wir 12 gelbe Sterne auf dunkelblauem Grund. Viele Leute denken, das kommt wegen der Anzahl der Länder. Aber das ist, wie gesagt, einfach nur eine Geschichte, die ist nicht verifiziert. Die EU wurde als Europäische Währungsgemeinschaft, EWG, von 6 Staaten gegründet. Dann gab es mehrere Erweiterungsrunden, ja, wo immer wieder neue dazukamen. Und das hatte also jetzt nichts damit zu tun, dass das 12 Staaten gegründet haben. Hier seht ihr nochmal Maria mit dem Sternenkranz.
Und es gibt noch einen anderen Bericht, den ich gefunden habe. Und zwar ist das, dass ein österreichischer Künstler das entworfen hat. Und der hatte die Fahne so gestaltet, dass ursprünglich da sogar ein Marienkopf drin war in der Mitte. Ja? So. Und für ihn war nämlich Marienverehrung das, was eigentlich Europa einen sollte. So, und er hat gesagt, nachdem man die Fahne übernommen hat, aber dann eben ohne den Marienkopf, hat er gesagt, dass er hofft, dass irgendwann dieser Kopf wieder in die Fahne aufgenommen wird. Okay, nun, ich habe gesagt, die Sachen finden wir auch in der Bibel. Und da sehen wir beispielsweise, und das ist die Sache auch, warum überhaupt dieser Sternenkranz und so weiter immer mit Maria in Verbindung gebracht worden ist und dass sie häufig bei irgendwelchen Statuen oder sowas auf so einer Mondsichel steht, hast du vielleicht schon mal gesehen. Das finden wir in Offenbarung 12, Vers 1. Da heißt es, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. So, und das wird im Katholizismus mit Maria gleichgesetzt. Vor einigen Jahren gab es mal dieses Thema mit dem 23. September, wo so eine Sternkonstellation war. Da gab es so viel Hype drumherum. Und ich habe da ein Video zu gemacht, muss mal suchen bei YouTube, weil ich wollte das ein bisschen runterdämmen und sagen, hier Leute, bleibt mal auf dem Teppich. Aber es war etwas, was im Grunde genommen diesen Bibelvers durchaus quasi am Sternenhimmel, ja, ein großes Zeichen erschien am Himmel, irgendwie abgebildet hat. Ja, wenn du Lust hast, kannst du mal danach schauen. Ne? Was aber hier der Punkt ist, und das ist nicht so lustig, das ist nämlich dieses Thema mit der Himmelskönigin. Weißt du, die Himmelskönigin ist nicht im Katholizismus erfunden worden, sondern das gibt es in den verschiedensten Kulten und Religionen schon vor Urzeiten. Ja, immer wieder ist da eben eine Frau mit einem Mondsichel unten und irgendwie mit Sternenkranz um den Kopf herum. Das finden wir beispielsweise in der babylonischen Religion. Und da möchte ich schon mal auf das Wort Babylon hinweisen, denn das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Okay, aber jetzt zu den 12 Sternen. 12 ist natürlich eine Zahl, die steht für Vollkommenheit. Also die haben die auch nicht umsonst gewählt, ne? 12 Sterne, Sterne, Vollkommenheit. Denkt man natürlich an die 12 Stämme Israels, ne? An das Volk Gottes. Jesus hat die 12 Apostel ausgewählt. Im himmlischen Jerusalem hast du diese 12 Tore mit den Namen von den 12 Stämmen. Du hast die 12 Grundsteine mit den Namen der Apostel. Und eben dann hier diese Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe, mit dem Haupt von dieser Frau am Himmel, die da erschienen ist, mit den 12 Sternen. Okay, gut. Also, die EU-Fahne, und damit bin ich mit diesem Thema schon am Ende, erinnert an die Himmelskönigin. Ja, Himmelskönigin. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar der Raub der Europa. Vielleicht hast du da schon mal was von gehört. Vielleicht hast du schon mal Bilder gesehen oder sowas. Vielleicht hast du dich auch gefragt, was bedeutet das? Das ist eine interessante Story aus der griechischen Mythologie. Raub der Europa, auch Entführung der Europa oder Vergewaltigung der Europa. Das Interessante ist im Englischen the rape of Europa. Ne? Rape, das Wort heißt sowohl Raub wie auch Vergewaltigung. Und das ist genau das, worum es hier geht. Nun, wir schauen uns jetzt den griechischen Mythos gleich an. Nun, Mythos ist nichts Festes. Weißt du, die Bibel ist das Wort Gottes. Da kannst du dich drauf stellen, das ist das Fundament, das ist ein Felsen, das ist bombenfest. Ein Mythos ist irgendeine schwammige Geschichte, irgendetwas, wo Dutzende von Geschichten sind, wo unterschiedlichste Autoren das unterschiedlichst dargestellt haben, wo das immer irgendwie so auch verschiedene Versionen gibt und Ausschmückungen, ganz unterschiedlich. Ja? Du hast also nicht etwas, wo du sagen kannst, okay, das ist eine klare Message, sondern das ist ein Mythos, ja? Konglomerat von irgendwelchen Geschichten, bekannte und weniger bekannte. Aber es gibt eben welche, die, sagen wir mal, so eine gewisse Richtung vorgeben. Und das ist das, was wir uns jetzt anschauen. Ne? Der Kontinent Europa hat seinen Namen also aus der griechischen Mythologie. Okay, bevor ich da gleich einsteige, sage ich nochmal was zu der Stadt Sidon. Sidon. Bibelleser kennen das. Sidon, ja, kommt in der Bibel mehrfach vor. Sidon gehörte zu Phönizien.
besser uns bekannt als Philister, ne? Und war eine sehr wohlhabende Stadt, Tyros und Sidon, ne? Diese beiden Städte an der phönizischen Mittelmeerküste. Gut, und Sidon wird also an mehreren Stellen beschrieben. Einige davon ist eben, dass es diese Heimat der Phönizier war und durch den Handel reich wurde, groß wurde, eine echte Großstadt, ein Handelszentrum wurde, dass es lange, lange Zeit Israel unterdrückt hat, zur Zeit der Richter, findest du in Richter 10. Dann hat Salomon später ein Heiratsbündnis mit Sidon geschlossen. Das war allerdings ziemlich uncool, weil dadurch hat Götzendienst sich in Israel verbreitet. Und dann, und das ist die interessanteste Story, ist, es gab in Sidon einmal eine Prinzessin. Und diese Prinzessin ist in der biblischen Geschichte sehr wohl bekannt. Diese Prinzessin hat nämlich der König Ahab geheiratet. Das war Isabel. Isabel war eine Prinzessin aus Sidon, ne? Eine Frau aus Sidon. So, Ahab war König etwa 870 bis 850 vor Christus. So in der Zeit war eben diese Isabel-Story. Grob gesagt, sagen wir mal 860 vor Christus. Gut. Mythologie. Irgendwelche Geschichten. Und dann immer mit irgendwelchen Gottheiten. Und im Griechentum, auch bei den Juden, überhaupt bei den Völkern des alten Orients, da hast du absonderliche Geschichten. Das sind so wie vergrößerte Menschen mit Fehlern, mit Lüsten, mit Begierden, mit irgendwelchen Versagen, mit Niederträchtigkeiten und so weiter. Also ganz eigentümliches Bild, was wir als Christen natürlich, wenn wir unseren Herrn anschauen, überhaupt nicht kennen. Aber in den Religionen damals und auch heute noch, die es so gibt auf der Welt, ja, wo es viel Götterei gibt, da ist es so, dass diese Götter, diese Gottheiten natürlich jeweils für irgendwas stehen. Und genau das ist der Punkt, wie wir das verstehen können aus unserer Sicht als Christen. Es steht für jeweils dämonische Systeme. Ja? Es steht für dämonische Kräfte. Jede Gottheit, ja, steht für irgendein dämonisches System. Also beispielsweise nehmen wir Mammon als Gott des Altertums, der wirklich angebetet worden ist. Es ist heute noch ein Begriff, weil wir wissen, was sich dahinter verbirgt. Ja? Was für schädliche Strukturen da sind und wie der Feind durch dämonische Kräfte das einfach gebraucht. Also wenn von Gottheiten, sowohl im Alten Testament, aber auch hier bei den Griechen, Römern und so weiter, die Rede ist, dann geht es um dämonische Kräfte. Bis hin zu Satan selbst, ne, der dort eben sich in diesem Pantheon der Götter eben irgendwo dann wiederfindet. Okay. In diesen ganzen Kulten ist es auffallend, dass dort Götter oft auch als Stiere dargestellt werden, als Bullen. Wirst noch verstehen, warum das jetzt wichtig ist. Beispielsweise wurde auch Baal als Bulle assoziiert. Ja? Und das hat was damit zu tun, wie wir in der Sage oder dem Mythos von der Entführung Europas auf den Punkt kommen. Okay, nach der griechischen Mythologie gab es eine phönizische Prinzessin. Aha. Phönizische Prinzessin, Klammer auf, denk an Isabel, und die hieß Europa. Und die war eines, weil die so hübsch war, eines der Objekte der Begierde von Zeus. Das war der Oberboss des griechischen Pantheons, ja, der Hauptgott. Und sie war die Tochter des phönizischen Königs und er hat die gesehen und war völlig hin und weg von ihrer Anmut betört und er wollte seine Begierde nicht zügeln. Er hatte aber eine sehr eifersüchtige Frau als Obergöttin, das war die sogenannte Hera. Ja, und um die zu hintergehen, hat er eine List angewandt. Und dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Spielarten von dieser mythologischen Geschichte. Und eine, die am bekanntesten ist, ist dann von dem römischen Dichter Ovid übermittelt worden. Da ist dann es nicht Zeus von den Griechen, sondern Jupiter, das ist das identisch gleiche römische Abbild. Und der hat sich nämlich in einen Stier verwandelt. Ist nach Phönizien hin, hat sich in einen Stier verwandelt, und zwar ein kräftiges, starkes, friedliches Exemplar mit weißem, reinen, schneeweißen Fell, ganz kleine Hörner, die aussehen wie so eine Mondsichel, als ob die ein Künstler angefertigt hat. Und er hat sich dann unter eine Herde von Stieren dort gemischt, die dort an den Strand waren.
und hat sich dann langsam dieser Europa genähert, die am Strand war mit ein paar Gefährtinnen und so weiter und da den Tag verbracht hat. Er hat sich ihr zu Füßen gelegt und sie war dann, weil er so sanft war, ganz beeindruckt, hat ihn gestreichelt, hat mit ihm rumgespielt, hat ihn gefüttert und hat dann angefangen mit Blumen auch seine Blumenkränzen, seine Hörner zu umwinden und so weiter. Und irgendwann, weil der gerade so friedlich war, ist sie auf ihn draufgeklettert. Und in dem Moment, wo sie auf ihm saß, ist der Stier aufgestanden und ist ins Wasser und ist weggeschwommen. Ja, einfach losgeschwommen. Und zwar eine Riesenstrecke von dort, von Sidon, bis hin nach Kreta, übers offene Meer. Ja, in Kreta angekommen, hat er seine wahre Identität offenbart, hat gezeigt, dass er eben Zeus ist, hat sie dort vergewaltigt, hat sie geschwängert, hat insgesamt 3 Kinder mit ihr gezeugt, so diese Mythologie, und irgendwann hat er sie dann verlassen. Ja? Gut, die 3 Kinder waren Minos, der wurde später der König von Kreta, und gemäß der Mythologie hat er später als Richter im Totenreich gewirkt. Dann sein Bruder, ähnlich, wurde auch König, wurde auch Richter im Totenreich. Und noch ein dritter, der König von Lykien wurde. Angeblich hat dann die Sexgöttin Aphrodite noch gesagt, eine Verheißung gegeben. Und auch der wurde dann der Kontinent nach Europa benannt. Okay. Als der Zeus weg war, hat der König der Insel, der heißt fast so wie Asterix, nämlich Asterios, der hat sie dann geheiratet und hat sie zur Frau genommen, weil er selber keine Kinder hatte. Der ist aber auch wieder jetzt in den verschiedenen Überlieferungen so eine zweifelhafte Gestalt. Der wird Sternenkönig genannt und es gibt auch einen Zeus Asterios, der da scheinbar angebetet worden ist, wo dann alles so ein bisschen verschwimmt. Ne? Allerdings weiß man, dass es einen König Asterios gab in Kreta, etwa um das Jahr 1500 vor Christi. Das ist also schon lang her. Die ältesten echten Nachweise von diesem Mythos von Europa auf dem Stier, die sind etwa aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt habe ich ein extrem interessantes Zitat gefunden von einem Schriftsteller, der sich damit beschäftigt hat, einem Forscher, der heißt Gerold Dommermuth Gudrich. Und dieser Gerold, der hat Folgendes Interessantes gesagt. Er sagt, dass diese römische Fassung von dem Ovid eine eigentlich orientalische Sage ist. Und er schreibt, Zitat, Europa sei nichts anderes als die Verkörperung der Ishtar oder Astarte, der babylonisch, da sind wir schon wieder bei Babylon, der babylonisch-syrischen Liebesgöttin, die die Griechen mit Aphrodite gleichsetzen. Noch zur Zeit des klassischen Griechentums, das ist etwa 300 vor Christus, das war der Höhepunkt des klassischen Griechentums, noch zur Zeit des klassischen Griechentums wurde Europa als Europa Astarte von den Phöniziern in Sidon verehrt. Okay, also hier wird das Ganze dann ganz verrückt. Ja, also diese Story von Europa auf dem Stier, vom Hauptgott Zeus entführt, irgendwann vergewaltigt und dann sitzen gelassen. Das ist etwas, was hier tatsächlich, wo der sagt, das ist direkt, geht das auf Astarte zurück. Nun, denk nochmal an Isabel, die ich vorhin erwähnt hatte. Was hat Isabel gemacht? Sie hat den Baalskult und den Astarte-Kult in Israel eingeführt. Das war genau der Kampf, wo dann auch Elia aufgestanden ist und es zu diesem Showdown auch auf dem Karmel kam. Das war genau dieser Kult, der dafür stand und genau dafür steht auch hier Europa. Es ist die gleiche Story wie mit der Isabel. Gut, also die babylonische Liebesgöttin, Sexgöttin für die ganze Fruchtbarkeit und so weiter, alles was da war. Und die wurde verehrt als Europa Astarte. Und die kennen wir eben, wie gesagt, als Venus oder Aphrodite oder Ishtar oder in unseren Breiten dann eben auch als Ostara. Ostara ist tatsächlich das, wo der Begriff Ostern herkommt. Gut, dann gibt es noch weitere Quellen, die diese Mythologie noch weiter spinnen. Ne? Und das ist dann auch wieder komisch, wo nämlich nach ihrem Tod sie zur Himmelskönigin wird. Aha,
Dann wird es ganz mulmig. So, und was dazu passt, ist wiederum noch ein Mythos, nämlich der sagt, dass, um dieser Story zu gedenken, Zeus selbst ein Sternbild geschaffen hat, ja, und das Sternbild Stier am Himmel darauf zurückzugehen ist. Ja, Taurus, das Sternbild Stier. Ja, was also tatsächlich bis auf diese Story zurückgeht, wo er als Stier angeblich eben mit dieser Europa ausgebüxt ist. Forscher weisen darauf hin, dass diese ganze Story natürlich noch ältere Wurzeln hat, dass es ähnliche Sachen immer gibt. Und sie sagt, da gab es also lange vor den Griechen, gab es schon Kulte, da gab es eine Mondpriesterin, die auf dem Sonnenbullen ritt. Ja, also da gibt es zahlreiche alte archäologische Funde, wo man sowas dann sieht, überall im östlichen Mittelmeerraum. Jetzt sagst du aber, was erzählt er mir denn da für einen Käse? Was hat das denn mit mir zu tun? Was ab? Kommen wir noch hin. So, zunächst mal war dieser ganze Stierkult oder Viehkult im ganzen Nahen Osten sehr, sehr weit verbreitet. Ja? In Sidon, hatte ich schon gesagt, wird Baal verehrt. Das war der Gott der Fruchtbarkeit, auch der Stürme, des Regens, der Vegetation. Und dieser Baal wird auch öfters als Bulle dargestellt. Hier beispielsweise eine Briefmarke, die so ein bisschen da das anknüpfen lässt. Ja, Baal mit Hörnern und da hinten siehst du eben klein einen Bullen. Und so ist es auch bei anderen Völkern. Ja, bei den Hethitern, Aramäern, Babyloniern, eben auch Babyloniern. Stiergötter gehörten dazu. Das war etwas, was da wirklich immer und immer wieder vorkam. Und ein bisschen gibt es das auch heute noch in gewissen Regionen. Denk mal an die heilige Kuh in Indien und so weiter. Ne? Und auch in Ägypten mit dem Gott Horus. Da gab es ja auch diese ganzen Stier- und Kälberkult. Und dann, brauchst du nur in die Bibel zu schauen, das goldene Kalb. Oder Jerobeam, der zwei Stierheiligtümer errichten ließ, in Bethel und in Dan, um das Volk zum Abfall zu bringen. Das war genau dieses Nordreich Israel, wo dann auch Isabel reingeheiratet hat. Da gab es das also schon. Da war schon dieser Kult so zumindest vorbereitet. Also eine sehr interessante Situation. Später gab es noch den Mithras-Kult, es gab auf Kreta diesen ganzen Stierkult und so weiter. Die babylonische Kultur war voll von Stieranbetung und Symbolik. Und bei den Assyrern gab es sogar dann Stiere mit Menschengesichtern. Okay, da wollen wir jetzt nicht noch weiter einsteigen, aber was ich dir jetzt zeigen möchte, sind einfach mal ein paar Bilder zu diesem Mythos, damit du merkst, das ist nicht irgendeine kleine Randgeschichte, das ist nicht irgendwas, was nur ab und zu mal irgendwie so vorkommt, sondern das hat eine Masse von Schriftstellern, von Historikern, von Malern, von Künstlern und so weiter und natürlich Politiker inspiriert. Okay, wir fangen an hier erstmal mit einem Bild von Tizian. Tizian, das kennst du, ist ein ganz berühmter Maler. Und ja, hier eben der Raub der Europa mit dem weißen Stier. Dann hier ein Stich, ja, der das Gleiche darstellt. Hier haben wir mal eine moderne Grafik. Die ist jetzt natürlich ja, sehr grafisch. Okay, und dann hier ein Bild von Fernando Botero. Botero ist ein bekannter, sehr bekannter Künstler. Der kommt aus Kolumbien und der hat dieses Thema also sehr, sehr, sehr intensiv behandelt. Er hat also verschiedene auch Skulpturen davon gebaut. Und hier hast du beispielsweise eine. Diese Skulpturen gibt es in verschiedensten Versionen, also wo die drauf liegt oder sitzt oder alles Mögliche. Die kann man auch in klein, gibt sie zu kaufen, die gibt es in allen möglichen Städten und so weiter, wo die ausgestellt sind. Also das ist dann schon relativ weit verbreitet. Aber von den Skulpturen finden wir alle möglichen. Also hier beispielsweise, diese hier ist eben Raub der Europa in Polen, steht die. Oder die nächste hier am Meer, das ist eben ganz entscheidend natürlich in Kreta, wo das natürlich eine ganz, ganz große Nummer ist, wo man auch genau weiß, wo die Bucht ist, wo die gelandet sein sollen. Ich habe mal nachgeguckt, ist ein Ort mit insgesamt 67 Bewohnern und so, also wirklich klein und lauschig. Hier ein Bild aus der Ukraine,
auch eben der Raub der Europa. Und es sind immer ganz unterschiedliche Arten, wie die Künstler das umsetzen. Das hier ist aus Ägypten. Ganz schön brachial, da liegt die Europa mehr so unten. Ich weiß nicht, ob du den Kopf erkennen kannst neben dem Stierkopf. Dann hier eine Skulptur aus USA, die gibt es wohl auch öfters. Die wurde irgendwo in New Jersey fotografiert. Das nächste hier ist ein super modernes, großes Ding, nur da kannst du nicht drauf erkennen. Das ist halt wirklich moderne Kunst und hat den Namen, trägt den Namen Die Entführung der Europa, ist in Moskau, in Russland, in Moskau, und zwar auf dem Europaplatz. Okay, dann dieses sonderbare Ding hier ist in Spanien. Was die in der Hand hat, ist der Sternenkranz, interessanterweise. Die Europa da, die gelbe auf dem weißen Stier, hat einen Sternenkranz in der Hand. Das nächste Bild hier steht in Griechenland. Ganz schön brachial. Dann haben wir hier eins, ein ganz mächtiges. Das ist in London, im Hyde Park, also in England, Großbritannien zu finden. Und jetzt wird es interessant. Hier habe ich eine Skulptur, diese hier. Die ist an einer sehr bemerkenswerten Stelle aufgebaut. Also Europa hält sich da an den Hörnern fest, während der also im wildsten Galopp davon saust. Ja. Das ist nämlich vor dem EU-Gebäude in Brüssel. So, also wenn ich sage, dass die EU sich dieses Mythos bedient, ja, dann kannst du das hier sehen. Direkt unmittelbar, also das Gebäude dahinter ist das EU-Gebäude direkt in Brüssel. Und das nächste hier ist das EU-Gebäude in Straßburg. Und da hast du auch Europa dabei. Ne? Hier hinten mit so einem, Hinterteil aus Glaszylindern. Das ist also in Straßburg. Ja, die EU beschäftigt sich also intensiv damit. Wir werden da hinterher auch noch ein bisschen mehr sehen. Aber es gibt nicht nur Skulpturen, es gibt nicht nur Gemälde, sondern es gibt auch noch andere Dinge in Europa, wie beispielsweise, oder zu Europa, wie beispielsweise hier eine Briefmarke. Diese Briefmarke, die ist aus England. Die nächste Briefmarke hier, die ist, da weiß ich nicht genau, ich glaube, die ist aus Oman. Zeigt den Raub der Europa. Dann haben wir hier eine, die ist aus der Schweiz. Wobei, die Schweiz ist gar nicht in der EU, ne? Hat das aber aufgegriffen. Und dann hier noch eine aus Frankreich. Die französische hier, die zeigt also ein Mosaik, ein altes. Aber es gibt noch mehr, ja. Hier haben wir beispielsweise eine Münze. Das ist eine Münze aus Italien, die das auch ein bisschen stilisiert dann zeigt. Hier haben wir die nächste Münze. Das ist die Euro-Münze aus Griechenland. Das hier ist aus dem Jahr 1948 der 5-Mark-Schein. Der entworfen worden ist. Der 5-Mark-Schein, der ist hier gezeigt worden, genau, der ist so entworfen worden, schon 48, das war noch D-Mark, ja, das hatte also noch nichts mit Euro oder sowas zu tun, sondern ist also wirklich ganz früh, ist auch so nicht durchgeführt worden, aber da kam das. Und dann hier noch eine deutsche Telefonkarte, ne, der Weg in die Zukunft. Auch ganz interessant. Also, was ich damit sagen will, ist, du siehst, dass das Thema Europa durchaus weit verbreitet ist. Okay, also, was ist das? Die Geschichte einer phönizischen Philisterprinzessin, entführt von einer brünstigen, skrupellosen Gottheit, sexuell missbraucht, vergewaltigt. Das ist die Story, die die EU symbolisiert. Ah, gar nicht so toll, ne? Ja, diese Prinzessin hat mit dieser Macht, die sich eben verstellt hat, so ein bisschen rumgespielt. Die hat sich ganz harmlos dargestellt. Dann hat sie diese Prinzessin vergewaltigt, beziehungsweise erst entführt und dann vergewaltigt. Sie hat sich an ihn geklammert bei dieser Flucht über das Meer, ja, war ja lebensgefährlich. Und der Stier hat die, oder der Bulle hat die Richtung bestimmt, in die es geht, nicht sie.
Das Ganze war Zeus. Ein Bild für Zeus. Zeus entführt Europa. Das ist der Namensgeber für unseren Kontinent und das ist das, wo die EU anknüpft. Wo finden wir Zeus? In der Bibel. Zeus ist natürlich der Hauptgott der Griechen, identisch mit Jupiter bei den Römern. Wo finden wir das? Und das finden wir beispielsweise in der Offenbarung. Johannes war verbannt worden nach Patmos und hatte dann da die Offenbarung bekommen. Und er hatte diese Sendschreiben und da gibt es das Sendschreiben an Pergamon. Und dort gibt es eben eine Formulierung über den Thron des Satans. Und das war ein Zeus-Altar. Der Zeus-Altar wurde als Thron des Satans bezeichnet. Ja, also du musst wissen, Zeus ist Jupiter und ist das gleiche wie Baal und wie jeder andere Hauptgott in irgendwelchen komischen Kulten und der steht für Satan. Immer. Zeus, Jupiter ist Satan. Ja, der große Gegenspieler gegen Gott, der das Volk in den Abfall bringen will, wie auch Baal. Und diese Sachen werden hier tatsächlich als Stier, als Bulle dargestellt. Ne? Gut. Hier hast du mal ein Bild von Zeus, wie man sich den vorstellt hier. Ne? Was interessant ist, wir werden nächste Woche uns mit dem Thema Makkabäer beschäftigen. Das wird super. Und der Makkabäeraufstand war etwas, wo es unter anderem darum ging, dass auf dem Tempelplateau eine Zeus-Statue aufgerichtet worden ist, die angebetet werden musste. Ja? An dem Ort, wo Gott gesagt hat, hier will ich wohnen, hier soll mein Volk mich finden, hier soll es mich anbeten, da hat Zeus, sprich Satan, Anbetung haben wollen. Das ist etwas, was eine ganz dramatische Situation war und wo damals dann eben der Makkabäeraufstand kam. Aber nochmal zurück zu der Bibelstelle mit Pergamon. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Also der Thron des Satans ist in Pergamon. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugens, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Dieser Antipas, gemäß der christlichen Überlieferung, war der Bischof der christlichen Gemeinde in Pergamon. Und er wurde tatsächlich hingerichtet, nicht als Menschenopfer oder sowas, aber schon, er wurde hingerichtet. Und zwar, interessanterweise, hatten die eine Stier, ne? Skulptur, die war sehr groß und die konnte man öffnen. Da kamen also die Leute, die hingerichtet werden sollten, hinein und dann wurde Feuer drunter gemacht und die wurden bei lebendigem Leibe eben dann da gekocht, zerstört, bis sie eben tot waren. Ja, entsetzlich. Aber wieder dieses Stier, ja, Zeus-Heiligtum und da eben in diesem Stier, wo eben die Menschen hingerichtet worden sind. Ich habe zu dem Thema Pergamon, Pergamon-Altar, Altar des Satans, ein Video gemacht. Das heißt, der Thron Satans in Berlin. Ich möchte dir sagen, wenn du dich weiter damit beschäftigen möchtest, dann kannst du dort hineingehen in mal suchen bei uns auf der Webseite oder auch bei YouTube und dann findest du es schon. Der Thron Satans in Berlin, denn man hat original einen großen Teil dieses Altars abgebaut und nach Berlin gebracht und dort wieder aufgebaut. Also das, was die Bibel den Thron Satans nennt, das finden wir in Berlin. Kannst dich gerne damit mal weiter beschäftigen. Ne? So, das heißt, wir haben also hier den Stier, also ein Bild für Satan. Und wenn wir dann nochmal weiter gucken, das will ich aber jetzt nur noch kurz erwähnen, finden wir dann auch tatsächlich in der Offenbarung nochmal ein Tier, was eindeutig satanisch ist. Und auf diesem Tier reitet auch eine Frau. Die Sache kennst du natürlich, die Frau auf dem Tier in Offenbarung 17 ab Vers 2. Dieses Tier ist ein monströses Tier. Es wird beschrieben mit sieben Köpfen, ja, und 10 Hörnern und ähnliche Beschreibung von irgendwelchen Tieren oder Drachen oder Viechern finden wir auch in Offenbarung 12 Vers 3 und 13 Vers 1. Und darauf sitzt eine Frau. Offenbarung 17 heißt es ab Vers 3. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste
und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und das Tier wird dann beschrieben, eben, dass es 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Dann wird die Frau beschrieben. Und dann geht es weiter. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Gut, ich will da jetzt nicht weiter spekulieren oder darauf eingehen. Es gibt da eine Fülle von unterschiedlichen Endzeitlehren und Ansichten, was das sein könnte und wie gefährlich das ist. Es kann vielleicht die EU sein. Ja, letztlich wird das alles sich zeigen. Ja, worum es mir hier geht, ist, die Frau auf dem Tier wird als Babylon bezeichnet. Und das hatten wir jetzt schon mehrmals dieses Thema Babylon. Diese Frau auf dem Tier steht für Babylon. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt angekommen, nämlich dem Thema Babylon. Und da ist die Frage, gibt es denn irgendeine Beziehung zwischen diesem Babylon und Europa? Oder der EU? Ja? Also wie wir den Pergamonaltar haben, ja, mit dem Thron des Satans, gibt es da irgendwie noch was anderes? Nun, Babylon war eine Stadt, die berichtet die Bibel sehr viel darüber, sehr negativ eigentlich. Nicht nur, es gibt auch interessante andere Berichte. Aber es ist eine Stadt, die laut Bibel von Nimrod erbaut worden ist, schon sehr bald nach der Sintflut. Und natürlich das bekannteste von Babylon ist der Turmbau, der Turm zu Babel, wie es heißt. Ne? Der Turm zu Babel steht gegen Rebellion gegen Gott. Sie wollten den Himmel erreichen. Ja? Immer wieder ein Symbol für Sünde, für Auflehnung gegen Gott. Und es kommt im Alten Testament wirklich zum Ausdruck, das ist eine Weltmacht, eine gigantische Weltmacht, die sich eben gegen den Herrn und seine Absichten stellt. Und dieser Turm wurde zum Wahrzeichen der Überheblichkeit des Menschen. Gott hat dann eingegriffen, es kam zu dieser Sprachverwirrung, der Turm wurde dann irgendwie abgebrochen, wurde nicht mehr weiter gebaut, es kam zu dieser Zerstreuung der verschiedenen Völker. Interessant ist, dass es auch außerbiblische Hinweise gibt, und zwar etwa 2250 vor Christus, also vor über 4200 Jahren, ja, weit über 4200 Jahren, wird berichtet, dass da ein Tempelturm gab, ein sogenanntes Zikkurat. Und dieses Zikkurat, das wurde dort wieder errichtet oder erstmals errichtet. So, und wie du das hier gesehen hast oder siehst, dieses Zikkurat, so ähnlich waren eben diese Stufentürme, diesen Stufentempel im Nahen Osten. Und vielleicht war der Turm zu Babel eben so ein ähnliches Objekt. Ja? Es geht um einen Turm, das Wort, was da verwendet wird, ist Migdol. Ja? Und das war ein Wahrzeichen der Stadt, eben von Babylon, und es war das Wahrzeichen der dort praktizierten Religion. Interessant ist, dass auf Sumerisch, ja, das Wort für Zikkurat, was da verwendet worden ist, das heißt Etemenanki. Etemenanki, und das Wort bedeutet ein Haus, das das Fundament vom Himmel und Erde ist, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Das erinnert wirklich an die biblische Beschreibung, nicht wahr? Es war dieser Tempelturm, der war oben mit dem Tempel des Marduk. Das war eben dort die Gottheit verbunden. Babylon war zweifellos die bedeutendste Stadt des Vorderen Orients. Da gibt es zahllose Keilschriften, die Archäologen gefunden haben, die das deutlich machen. Und irgendwann ging es dann langsam nieder über die Jahrhunderte. Dann wurde der Turm tatsächlich zerstört. Die Stadt wurde erobert und auch weitgehend zerstört unter die Assyrern. Das waren die gleichen Assyrer, die auch das Nordreich Israel vernichtend geschlagen haben und dann die 10 Stämme irgendwo hingebracht haben, eben nach Assyrien. Ja, und diese Assyrer haben also auch Babylon platt gemacht, sage ich mal. Und dann gab es aber ab 626, also gar nicht so viel später, also 70 Jahre später etwa, sagen wir mal, wurde die Stadt wieder aufgebaut. Ja, das Neubabylonische Reich entstand, das hat sich also erholt und stand wieder auf. Und da erlebte diese Stadt einen Höhepunkt unter Nebukadnezar. Und den kennen wir nun wirklich aus der Bibel, ne? Nebukadnezar. Ich werde gleich noch auf ihn eingehen. Und dieser Nebukadnezar, ja, der etwa so von 600 bis 560 vor Christus lebte, grob gesagt, ja, der hat den Turm wieder aufbauen lassen.
Da wurde also dieses Zikkurat wieder errichtet. Und der hat die Stadt sehr prachtvoll umbauen lassen, unter anderem mit Toren und einer sehr, sehr, sehr berühmten Prozessionsstraße. Und diese Prozessionsstraße, die werden wir auch gleich nochmal begegnen. Gut. Genau, etwa 200 Jahre später, nach ihm, wird die Stadt von den Persern zerstört. Das war der persische König Xerxes, ja, der uns auch in der Bibel bekannt ist. Er hat die Stadt zerstört, er hat den Turm zerstört. Alexander der Große wollte ihn wieder aufrichten, aber starb dann und sein Plan wurde nicht ausgeführt. Und so blieb es dann dabei. Das war das Ende dann dieser Stadt. Ja. Die Jesaja 13 beschreibt als die schönste unter den Königreichen die herrliche Pracht der Chaldäer. Oder wie Jeremia sagt in 50 Vers 39, es soll nie mehr bewohnt werden und niemand darin hausen für und für. So, was ich sagen will ist, Babylon ist das in der Bibel das Sinnbild der wiedergöttlichen Weltmacht. Ja. Viele Ausleger sagen, Babylon ist der Sitz der kommenden antichristlichen Weltmacht. Wahrscheinlich nicht als Stadt, vielleicht auch als Stadt, aber eher nicht, ja, sondern als System. Als System. Also es ist etwas, was sich gegen das Volk Gottes wendet, was einfach dieses Symbol hat. So, und dann ist die Frage interessant, wo begegnet uns denn heute dieser Turm zu Babel irgendwie noch? Da in Babylon findest du nichts mehr. Also Saddam Hussein hat zwar versucht, die Stadt wieder aufzubauen und die haben da auch angefangen, was zu machen, aber da, wo das Zikkurat stand, da ist ein Riesenloch. Da ist also gar nichts. Ja? Wo finden wir also heute etwas, was daran anknüpft? Genau. Und jetzt wird es wieder interessant. Hier habe ich nämlich ein Bild. Und wir haben in der EU natürlich das Phänomen mit den ganzen Sprachen. Diese ganzen Sprachenthematik. Und das ist das, was damals natürlich auch war. Ja, diese Sprachenverwirrung, die da ihren Ursprung hatte. Und heute kommt die EU zusammen und wir haben diese massenhaft verschiedenen Sprachen. Ja? Und trotzdem sagen wir, wir wollen eine Zielsetzung. Wir haben ein Ziel. Wir gehen auf ein gemeinsam voran, wir kommen zusammen und vielleicht, weiß nicht, wollen wir das vollenden, was damals in Babel eben nicht funktioniert hat durch das Eingreifen Gottes. Ja? So, und es ist eigentlich logisch, relativ logisch, dass die EU daran anknüpft, wegen dem Sprachthema. Der Turm zu Babel ist eben das, was für Sprache steht, ja? Die Sprachverwirrung und dieses Zusammenkommen, diese Einheit ist eigentlich logisch, wenn man sagt, okay, dafür brauchen wir als Symbol den Turm zu Babel. Ja? Denn, wie schon gesagt, in der EU die Sprachen, das ist eine riesige Herausforderung. Okay, nochmal vielleicht ganz kurz, nur dass wir es gehört haben. Europäisches Parlament, der offizielle Sitz und der Ort, an dem die meisten Plenartagungen stattfinden, ist Straßburg. Straßburg war früher Teil von Deutschland, heute gehört zu Frankreich. Die parlamentarischen Ausschüsse treten in Brüssel zusammen. Und der ganz offizielle Sitz des sogenannten Generalsekretariats des Parlaments, also da, wo die Parlamentsbediensteten eben gemeldet sind, das ist Luxemburg. Also alles schon ziemlich komplex, sage ich mal. Dann gibt es noch verschiedene Gremien und verschiedene andere Abteilungen. Gleich sage ich noch mal was zum Europäischen Rat, die da irgendwie noch da mitmischen. Also es ist ein bisschen schwierig, da durchzublicken. Okay, so, aber jetzt nochmal zu diesem Turm zu Babel. Die berühmteste Darstellung des Turms ist ein Bild aus dem Jahr 1563. Das ist von dem niederländischen Maler Pieter Bruegel. Das war so eigentlich einer, der hat viele solche Bauernszenen und das einfache Leben der Leute gemalt. Ja, so im 16. Jahrhundert ist das entstanden. Und genau, das ist die berühmteste Darstellung überhaupt, ja, von Bruegel. So, das nächste Bild, was ich euch zeigen will, ist hier der Bau der EU. Das ist das Europäische Parlament in Straßburg. Und dieses Bauwerk, das ist, so sagt man, von diesem Bild von Bruegel inspiriert. Das wurde so 99, 2000 etwa fertiggestellt und so sagt man, es soll den Turm von Babel symbolisieren.
So, und das Interessante daran ist, dass es eben als nicht fertiggestellt aussieht. Es ist etwas, was wie noch im Bau steht, wie noch unter Konstruktion. Und ich möchte dir hier einfach ein Buch zeigen. Das kannst du übrigens nicht bei uns im Shop kaufen, Babylon in Europa. Und da kannst du sehen, wo eine Vermischung ist oder wo das so eine Collage ist zwischen diesem EU-Parlament und eben diesem Bild von Bruegel. Das ist ein Buch in Englisch von David Hathaway. Muss mal gucken, ob das im Internet vielleicht noch irgendwo findest. David Hathaway hat darüber gearbeitet, geforscht, hat auch Videos gemacht. Kannst mal suchen, falls dich das interessiert und du da weiter einsteigen willst. Und ich habe dieses Detail hier, das Buch nochmal, das Frontcover nochmal als Detail. Hier kannst du es nochmal genau sehen. Ja, also hier der Turm zu Babel mit dem Europäischen Parlament. Und man sieht, dass die Struktur schon also irgendwie daran anknüpft. Das Interessante ist, das Bild von Bruegel ist ja im Bau. Das ist unfertig. Und genau das, exakt genau das, soll auch eben dieses Bauwerk symbolisieren. Man hat gesagt, es soll daran erinnern, dass es nicht fertiggestellt ist. Die EU ist noch in Entstehung, die ist noch im Bau, die ist nicht was Abgeschlossenes, das ist in Entwicklung. Und das sollte dieses Bauwerk verdeutlichen. Das sollte unfertig wirken. Das sollte aussehen, als ob es noch im Bau ist. Und das ist genau das, was daran anknüpft. Also nach meinem Dafürhalten hast du eine deutliche Verlinkung von der EU durch dieses Bauwerk hin zu eben Babylon dann. Und dazu gab es dieses Poster des Europäischen Rates. Der Europäische Rat ist also nicht das Parlament, sondern das ist das Gremium der Staats- und Regierungschef der Europäischen Union. Also wo die Chefs, die Präsidenten, Kanzlerin und so weiter eben ist. Ne? Und dieses Poster orientiert sich genau an dem Gemälde von Bruegel. Genau daran knüpft das an. Ja? Es hat den Titel »Viele Sprachen, eine Stimme«. Was hier interessant ist übrigens, sind die Sterne oben. Das sind nur 11 Sterne zu sehen und die sind auf den Kopf gestellt. Also es ist hier ein Pentagramm. Jeweils weicht also von der EU-Fahne ab. Das ist also vom Europäischen Rat herausgegeben, nicht vom EU-Parlament. Und, es gab auch Protest dagegen, es gab Beschwerden. Und so ist es dann irgendwann auch, wie soll ich mal sagen, verschwunden worden, weggenommen worden und verschwand von der Bildfläche. Aber es gibt natürlich im Internet eben noch Bilder davon, weil es einfach ganz offensichtlich ist, was hier angeknüpft wird. Und dann möchte ich dir nochmal dieses Bild zeigen. Da habe ich jetzt kein Foto davon. Das ist von dem amerikanischen Künstler James Nesbitt. Und hier hast du eben auch das EU-Parlament mit dem Turm von Bruegel und der Löwe von Juda, der wiederkommende Herr, der einfach darüber, ja, brüllt. Und das ist eigentlich wirklich eine prophetische Nachricht. Egal, was du jetzt von der EU hältst oder von der Verbindung des Gebäudes hältst, ob du sagst, okay, sehe ich oder auch nicht. Das hier ist etwas, wo ich sage, das ist etwas, was wirklich wir als Christen so sehen. Der Herr kommt und er wird über alle Systeme, alle Länder, alle Herrschaft wird er regieren. Ja, er ist der wiederkommende Herr. Jedes Knie wird sich beugen, auch jedes Knie in der EU, jedes Knie in Europa, jeder Staatschef, jeder, ausnahmslos jeder. Und weißt du was? Das ist für uns eine gute Nachricht. Aber das ist für viele keine gute Nachricht, weil sie den Herrn ablehnen, weil sie sich gegen den Herrn positionieren, weil sie gegen ihn aktiv sind und dieser Moment, ihn als Herrn und Richter anerkennen zu müssen, ist für viele, viele, viele Menschen wahrscheinlich der schockierendste Moment ihres Lebens. Aber die Bibel ist unmissverständlich. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Das glauben wir von ganzem Herzen. Babylon. Das hatten wir jetzt ja mehrfach, ne? Diese Hinweise auf Babylon. Weißt du, Babylon ist ein ganz riesiges Thema in der Bibel. Kommt immer wieder vor. Ja? Schon wie gesagt, von kurz nach der Sintflut bis hin zur Offenbarung, immer wieder eben dieses Babylon. Als Gegensatz auch zu Zion. Zion, die Stadt Gottes, und Babylon eben, die große, mächtige Stadt, die für das Weltsystem steht, die für die Hure steht, die eben gefährlich ist für das Volk Gottes. Dann wissen wir natürlich, es gab die babylonische Gefangenschaft.
wo das Volk Juda dann eben in die Gefangenschaft geführt worden ist aufgrund von Sünde. Da waren die dann. Ja, Daniel war in Babylon, Hesekiel war in Babylon, Schadrach, Meschach und Abednego waren in Babylon, das waren die Männer im Feuerofen. Gleichzeitig war Jeremia beispielsweise im Israel zurückgeblieben. Ne? Und diese babylonische Gefangenschaft und was da passiert ist, ist ein großes Thema auch bei den Propheten. Dann hatte ich schon erwähnt, das Geheimnis Babylon, eben diese Hure, dann habe ich schon erwähnt, Nebukadnezar. Und genau dieser Nebukadnezar, der ist interessant und mit dem möchte ich nochmal mich beschäftigen. Nebukadnezar hatte nämlich einen extrem wichtigen Traum. Und der Traum hat auch wieder mit dem Weltsystem zu tun und auch wieder mit unserer Zeit zu tun und wird wahrscheinlich zu deiner und meiner Lebenszeit sich erfüllen. Wahrscheinlich, ja, nach dem, wie wir das so verstehen. Das findest du im Buch Daniel. Und das Buch Daniel ist geschrieben in Babylon und ist gegeben in Babylon und verfasst in Babylon und es geht um Dinge, die in Babylon passiert sind. Also, er war ein Deportierter von Nebukadnezar, war nach Babylon verschleppt worden mit der gesamten jüdischen Oberschicht. Um das Jahr 600 rum hatte der Herrscher, das war der mächtigste Herrscher der damaligen Welt, ja, ein heidnischer Potentat, der eben diesen Marduk oder was auch immer da angebetet hat, der mit dem Gott der Bibel nichts zu tun hatte, ne, hatte einen eindrücklichen Traum. Und es war der Traum, der hat ihn so aufgewühlt, so irritiert, so bewegt, dass er gesagt hat, ich muss die Auslegung für diesen Traum bekommen und die muss 100% sicher sein. Und deshalb hat er zu seinen Spezialisten für dieses Thema, ja, also diesen ganzen Traumdeutern, Zeichendeutern, Wahrsagern und so weiter, die gab es da in Hülle und Fülle, die sogenannten Weisen, ne, den hat er das vorgelegt, hat gesagt, ihr müsst mir den Traum deuten, aber ihr müsst mir auch sagen, was ich geträumt habe. Nun, das war jetzt etwas, was die natürlich nicht konnten, was auch nicht sonst so gefordert war, aber dem König war es eben so wichtig, weil es ihn so bewegt hat, dass er gesagt hat, ich muss wissen, was das bedeutet. Ich muss wissen, was das bedeutet. Die Bibel sagt, sein Geist war beunruhigt und sein Schlaf dahin. Ja, er wusste, hier braucht er ein zweifelsfreies Qualitätsniveau der Auslegung. So, die Sterndeuter konnten nicht, waren natürlich überfordert und daraufhin hat der Herrscher gesagt, dann bringen wir sie alle um, ja, wenn sie dazu nicht in der Lage sind. Unter diese Weisen fielen jetzt auch eben Daniel. Der sollte auch umgebracht werden und der hat sich die Sache mal angehört, da mit dem obersten Leibwächter, der dann eben zu ihm kam und hat gesagt, warte mal, ich kümmere mich mal drum, hat um Aufschub gebeten, hat den Herrn gesucht, hat tatsächlich vom Herrn quasi den gleichen Traum gesehen und dann auch die Auslegung erhalten, hat dann, nachdem er das hatte, gesagt, okay, bring mich zum König. Und dann stand er vor dem König und hat ihm den Traum erzählt und die Auslegung erzählt. Und die Bibel berichtet das also in bemerkenswerter Detailtreue, ganz ausführlich. Warum eigentlich? Weil es wichtig ist und weil es für dich und mich wichtig ist. Gott wollte, dass das ganz präzise notiert wird. Ne? Und dann lesen wir in Daniel 2, Vers 27, Daniel spricht, das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester, Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Halleluja. Wusstest du, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Geheimnisse offenbart? Er will Geheimnisse auch für dich offenbaren. Er will Geheimnisse offenbaren, was in unserem Land läuft. Er will Geheimnisse offenbaren, was in der EU läuft. Er will Geheimnisse offenbaren. Ja, es laufen Dinge, die sind geheim und er will sie offenbaren. Und das ist super gute Nachricht. Ja, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, Achtung, jetzt kommt's, was am Ende der Tage geschehen wird. Okay, hat überhaupt nichts mit Nebukadnezar erstmal zu tun gehabt. Am Ende der Tage, am Ende der Zeit. Und das ist unsere Zeit. Da sind nach unserer Überzeugung wir genau drin. Also, der Traum ist etwas, was für uns interessant ist. Eigentlich viel mehr als für den ollen Nebukadnezar. Ne? Der Traum, das war vor etwa 2600 Jahren. Und da hat Gott zu diesem komischen heidnischen Potentaten gesprochen, ja, zu diesem weltlichen Herrscher, der über ein dämonisiertes System gesetzt war und hat ihm diesen Traum gegeben, hat dann Daniel gebraucht, hat ihm die Auslegung gegeben
Und das ist alles so genau aufgeschrieben worden, weil es für uns wichtig war. Ja? Der mächtigste Mann der damaligen Welt hat diesen Traum bekommen, weil es um etwas ging, was für die ganze Welt ging. Für alle Nationen, für alle Stämme, für die gesamte Menschheit. Okay, und deshalb ist dieser Traum für uns bemerkenswert und wichtig und es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Die Bibel berichtet in Daniel 2 dann über diesen Traum. Und zwar hatte der König dieses Standbild gesehen, kennst bestimmt die Story, ein monströses Standbild. Der war erschrocken von dem Aussehen. Also das war jetzt nicht so eine nette Skulptur, sondern das war etwas Bedrängendes, Monströses, furchtbar hat es ausgesehen. Irgendwie auch menschenartig, vermutlich eine Statue. Und da war eben das Haupt aus Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Bauch und die Lenden waren aus Bronze, die Schenkeln aus Eisen und dann waren auch noch die Füße. Ja, und die waren aus Eisen und Ton gemischt. Und dieses ganze furchtbare Bild, was der da gesehen hatte, was ihn so aufgewühlt hatte, das steht für das Weltsystem, für die weltliche Herrschaft, für das System, was mit Gott nichts zu tun hat. Ja, so, im Einzelnen steht es natürlich für vier antike Weltreiche, über die dann auch wir im Buch Daniel weitere Details und so weiter finden und die auch durch die Geschichtsschreibung sehr, sehr gut belegt sind. Ne? Da ist zunächst einmal natürlich die Babylonier. Wie gesagt, es war in Babylon gegeben. Nebukadnezar war der Boss, ja, von Babylon und Daniel hat in Babylon ihm das ausgelegt. Und er sagt, du bist das Haupt aus Gold, weil er einfach diese gigantische Power und Macht hatte. Ne? Die Babylonier herrschten, wie gesagt, von 605 bis 539 vor Christus. Und dieses Babylon ist schon interessant. Kleiner Einschub mal an der Stelle. Babylon war absolut in der Wüste des heutigen Irak abgesoffen und war nicht mehr zu finden. Ja? Und dann hat kurz vor der Jahrhundertwende, also auf 1900 hin, der deutsche Kaiser Wilhelm II., der hat Archäologen beauftragt, sie sollen in Babylon suchen gehen. Sie sollen in Babylon Ausgrabungen anfangen. Das geschah auf seinen Befehl hin, auf höchsten Befehl hin. Und dann haben die angefangen in Babylon zu suchen und zu machen. Und sie haben zwar den Marduk-Tempel da nicht gefunden, aber sie haben was anderes gefunden. Und das war diese Prozessionsstraße. Und die ist gigantisch. Ja, die ist etwa, wie gesagt, 600 vor Christus gebaut worden und ist nahezu nicht zerstört worden. Und diese Prozessionsstraße, das ist das berühmte Ishtar-Tor. Hier hast du auch nochmal ein Bild davon. Und wenn du, wie du wahrscheinlich weißt, steht das in Berlin. Das steht im Pergamon-Museum. Es ist wirklich bemerkenswert, es ist gigantisch, es ist sehr gut aufgebaut, ein Teil der Prozessionsstraße. Und man sagt, dass das Volk Israel, was in die Gefangenschaft geführt worden ist, an dieser Prozessionsstraße mit einer Fülle von Fabeltieren, die Gottheiten symbolisieren, auch dämonische Symbole da haben, da mussten die hindurch. Das heißt, das Ishtar-Tor, Ishtar ist wieder Astarte, ne? Wo wir wieder dann beim Thema sind, was wir ja schon kennen. Dieses Ishtar-Tor in Babylon war für die Juden der Inbegriff der Gefangenschaft. Das wurde zum Inbegriff der babylonischen Gefangenschaft. Denn da sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach hindurch nach Babylon reingeführt worden, in die babylonische Gefangenschaft. Jerusalem war zerstört, Zion war zerstört und das Volk kam nach, also die Leiter, die Oberschicht kam nach Babylon in die Gefangenschaft. Und das war eben das Zeichen dafür. So, ich hatte gesagt, der Kaiser hat befohlen, dass das ausgegraben wird. Man wurde fündig, man fand was, man fand dieses Ishtar-Tor. Und man hatte dann die ersten Teile dieser Prozessionsstraße nach langen, langen Arbeiten im Jahr 1913 nach Berlin gebracht, hat das angefangen da zu präsentieren. 1913, kurz drauf, nachdem das gekommen war, dieses Symbol der Gefangenschaft für das Volk Gottes, brach der Erste Weltkrieg aus. Dann war das natürlich teilweise unterbrochen, man hat das aber dann weitergebaut während der Weimarer Republik, hat das dann aufgebaut und man war 1930 fertig. Das Ishtar-Tor wurde, ich sag mal, sozusagen eingeweiht und kurz darauf begann die Zeit des Nazi-Deutschlands, ja, wo wir also in diese Phase gegangen sind mit den entsetzlichsten Gräueltaten, die man sich vorstellen kann und eben dann auch dem Holocaust, auch dann der Vernichtung des Judentums, also des ebenfalls wieder des Symbols der Zerstörung. Also, ein Teil von Babylon kam im Original nach Deutschland. Und wie wir schon gehört hatten von Pergamon, vom Thron des Satans, kam es auch eben als Original nach Deutschland. Und beides steht in einem Gebäude, dem sogenannten Pergamon-Museum in Berlin.
Originale aus Babylon und aus der heutigen Türkei, aus Pergamon. Gut, beziehungsweise schlecht. So, kommen wir zurück zum Standbild. Nach dem Haupt auf Gold kommt dann die Phase mit den Medern und Persern. Ja, 539 bis 331, das wird symbolisiert, die beiden Völker durch die beiden Arme, ne? Und die Brust eben aus Silber. Danach kommen die Griechen, 331 bis 168, das ist die Story da mit Alexander dem Großen und so weiter, die stehen für den Bauch und die Lenden aus Bronze. Und letztlich kommen dann die Römer, die sehr, sehr, sehr lange geherrscht haben, von 168 vor Christus bis ins 5. nachchristliche Jahrhundert hinein. Und das ist eben die eisernen Schenkel. So, und dann ist noch die interessante Frage, was ist mit den Füßen? Die gehören natürlich zu den Beinen, zu den Schenkeln dazu. Was hat es mit diesen Füßen auf sich, die ja extra beschrieben werden, als Eisen mit Ton vermengt, wo jeder weiß, das vermischt sich nicht. Das ist, kann irgendwie zwar zusammengepresst werden, aber das ist nicht, das verbindet sich nicht. Ne? Und da wiederum ist interessant, nochmal einfach ein kleiner Hinweis, den ich nur geben möchte. Wir sind auf der Spurensuche. Ne? Das Römische Reich wurde schon im 4. Jahrhundert geteilt in das sogenannte Weströmische Reich und das sogenannte Oströmische Reich. Im Weströmischen Reich hatten wir Rom und im Oströmischen Reich Konstantinopel. Und es teilte sich im Grunde genommen auch schon die Kirche. Auf der einen Seite die katholische Kirche, auf der anderen Seite die orthodoxe Kirche. Ne? Und jetzt gibt es natürlich zu diesem Römischen Reich, wie das weiter existiert hat und so weiter, ganz verschiedene Auslegungen und Interpretationen. Auch von verschiedenen Endzeitleuten, die da alles Mögliche drin finden können natürlich. Und es ist so, dass zum einen die Power des Römischen Reiches natürlich in die Kirche gegangen ist, in Rom. Das ist offensichtlich. Ja. Die römischen Päpste, ja, das waren ja wie Herrscher teilweise. Wie gesagt, der Vatikan ist heute noch ein separater Staat. Und zum anderen aber, und das ist jetzt wieder für uns interessant, gibt es da einen Bezug zu Deutschland. Und zwar hast du vielleicht mal den sonderbaren Begriff gehört, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Das war eine Bezeichnung für das Deutsche Kaiserreich, was also schon im Mittelalter gebraucht worden ist. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Das heißt, man hat daran anknüpfen wollen, an dem Römischen Reich. Und das geht schon ganz lange zurück. Und selbst der Begriff Kaiser, den wir kennen, das Wort Kaiser, nicht wahr? Das ist etwas, was über Kaiser Cäsar ist. Das waren die Cäsaren, die deutschen Cäsaren. Die nannten sich so. Das Wort hat sich halt im Laufe der Jahrhunderte dann verändert. Und hier möchte ich dir dieses Buch mal zeigen. Nur mal den Titel, Die deutschen Cäsaren von einem Historiker. Ein sehr interessantes, sehr aufschlussreiches Buch. Die deutschen Cäsaren. Ja? Es waren unsere Kaiser, die wir als Kaiser kennen, sahen sich als Cäsaren. Sie sahen sich als die Nachfolger des Römischen Reiches. Und so hat also im gewissen Sinne in diesem deutschen Kaiserreich irgendwie und auf der anderen Seite dann in der katholischen Kirche irgendwie dieses römische System sich weiter gehalten. Gut, worum es mir aber eigentlich geht, ist gar nicht, ob das jetzt alles noch, wer da genau dahinter steht, sondern worum es mir eigentlich geht, ist das Ende von diesem bemerkenswerten Traum. Denn das ist wirklich cool. Der Traum geht aufs Ende der Tage. Der Traum geht aufs Ende der Zeit. Das ist also für uns relevant. Das Ende des Traums ist nämlich, dass dieses ganze monströse Standbild, was für das Weltsystem steht, was für diese Weltherrschaft steht, was für diese Weltsysteme steht, zerstört wird, ja geradezu pulverisiert wird. Da lesen wir in Daniel 2, Abvers 34. Du schautest, also sagt Daniel zu Nebukadnezar, du schautest, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf. Und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold. Also alles zermalmt. Das gesamte Weltsystem, die gesamten Herrschaftssysteme, alles wurden zermalmt. Der Löwe von Juda hat gebrüllt, ja. Es wurde zermalmt.
Und dann heißt es hier, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Der Wind führte sie fort und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Das Weltsystem wird kollabieren und wird verschwinden. Das sagt dieser Traum vor 2600 Jahren, den Gott Nebukadnezar gegeben hat. Und dann geht es weiter. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Oder in einer anderen Bibelübersetzung heißt es, wurde zu einem gewaltigen Felsen und bedeckte die ganze Erde. So, was du hier hast, ist dieses monströse System, dieses gefährliche, brutale System, ja, wird von einem nicht von Menschenhand ausgelösten Stein getroffen und der trifft es unten, schmeißt es um, zermalmt es komplett, zerreibt es komplett, nichts bleibt mehr übrig und dann erfüllt er die ganze Erde. Und Daniel selbst sagt, dass das ein Bild für das Königreich Gottes ist, und zwar unseres Gottes. Halleluja. Daniel 2, Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird aber alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Halleluja. Das ist es, was wir als Christen für eine Vision haben und für einen Blick haben gegenüber dem Weltsystem. Wenn du die Offenbarung liest, das gesamte Weltsystem wird irgendwann kollabieren. Und wir kommen in eine Phase hinein, wo der Herr der Herren regieren wird. 1000 Jahre. Halleluja. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, über Europa. Mit diesen Facts, mit diesen Informationen, die so ganz unterschiedlich sind, wie so einfach ein paar Sachen, wo ich sage, Spuren suche. Interessant, das eine oder andere zu wissen. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist mit Europa? Wie sieht das aus? Wie wird der Herr das führen? Das sind alles Dinge, da kannst du natürlich weiter forschen. Vielleicht hast du auch deine Vorstellung, wie das aussieht. Aber was sagt der Herr dazu? Wir sind damals vor über 20 Jahren auf die Bibelschule gegangen. Und die Bibelschule hatte ein mächtiges prophetisches Wort erhalten und ist aufgrund dieses Wortes gegründet worden. Und das war, Erweckung kommt nach Europa und Deutschland ist der Schlüssel. Halleluja. Diese Aussage hat uns damals so gepackt, dass wir gesagt haben, wir wollen auf die Bibelschule gehen. Das ist es, was wir glauben. Das ist es, wofür wir unser Leben hingeben wollen. Das ist es, was für uns wichtig ist. Und hier in unserer Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa möchte ich einfach drei Passagen vorlesen von den vielen prophetischen Bildern und Texten, die hier drin enthalten sind. Wir haben das neu gedruckt, haben jetzt eine Auflage von über 30.000 und wir haben hier das auch ein bisschen geändert, ist eine neue Sache dazu gekommen. Und da lesen wir hier ein prophetisches Wort von Verena West. Siehe, meine regierende Hand der Autorität bewegt sich über den Nationen Europas. Siehe, der Kreis der satanischen Bindung wird zerbrochen werden. Was immer Zeus oder Jupiter oder wer auch immer in Europa geplant hat. Der Kreis der satanischen Bindung wird zerbrochen werden. Und die Sterne, man beachte, die Sterne, die einst hell leuchteten, werden zerteilt und zerstreut werden. Als ich diese Worte hörte, sah ich plötzlich einen mächtigen Wirbelwind aus dem Himmel kommen. Und ich sah, wie er mit großer Kraft und unaufhaltsamem Momentum über die Nationen Europas hinwegzog. Als ich den gewaltigen Wirbelwind aus Feuer betrachtete, der sich über das Land bewegte, hörte ich diese Worte im Bereich des Geistes widerhallen. Der Wirbelwind aus Feuer kommt, um das Land zu reinigen und zu säubern. Denn jetzt ist die Zeit der göttlichen Wiederherstellung, Regeneration und Königreich, Reformation in den Nationen Europas. Betet weiter für die Nationen Europas und seht, wie sich die regierende Hand Gottes bewegt, um zu demontieren, zerstören, trennen und zerstreuen. Denk an das Bild von dem Nebukadnezar. Der Kreis der satanischen Bindungen wird gebrochen werden. Was immer der Feind plant mit diesem Kontinent und mit der ganzen Welt, was immer er ausgeheckt hat,
Im Namen Jesus, es wird nicht zustande kommen. Und dann hier ein Wort von Dr. David Herzog, einem sehr bekannten amerikanischen Prediger. Deutschland liegt im Herzen Europas. Der Herr muss Deutschland berühren, damit Europa die Fülle an Erweckung und Ernte bekommen kann. Deutschland ist eine Schlüsselnation. Wenn Deutschland einmal vollständige Erweckung erfahren hat, kann es damit ganz Europa entfachen. Bete darum, dass diese Erweckung Deutschland trifft, damit Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung der Ernte und der Erweckung erleben können. Und dann noch ein Wort, was ich empfangen hatte. Es wird ein gewaltiger Ruck durch mein Volk in Deutschland und ganz Europa gehen. Ein Ruck des Erwachens, des Erschreckens, der Gottesfurcht, der Dringlichkeit. Erweckung heißt wach werden. Ich werde wirklich unter meinen Kindern zelten, wohnen, mich lagern und sie in große, ungeahnte Siege führen. Undenkbares wird denkbar, Unwahrscheinliches wahrscheinlich, Unfassbares fassbar. Unbekanntes bekannt, Unerreichtes erreichbar und bisher Unglaubliches glaublich. Es wird gewaltig sein. Der ganze Himmel ist voller Vorfreude. Gleichzeitig versucht die Finsternis alles, um Angst vor dem Kommenden zu schüren. Furcht, mulmige, bedrängende Gefühle, die lullt viele meiner Kinder mit Schrecknissen ein, denen zahlreiche einfach nur entfliehen wollen. Während das Weltsystem im Taumel versinkt, im Wahnsinn und im Wüten des Feindes, steht mein Volk auf und tritt aus dem dunklen Verlies ins helle Licht der aufgehenden Sonne der Herrlichkeit. Neues kommt. Ich komme, sagt der Herr. Ich erscheine. Ich ziehe im Siegeszug einher und zeige meinen Kindern und aller Welt, wie der Feind im Triumphzug vorgeführt wird, präsentiert wird als ewiger Verlierer. Dieser Triumphzug ist mein Volk. Auch in Deutschland, auch in Europa, überall auf der Welt. So erhebe dein Haupt, mein Volk. Schaut auf mich, auf das Licht, auf mein Kommen und nicht auf die Erschütterung des Weltsystems, auch wenn du selbst erschüttert wirst. Alles, was auf dem festen Felsen Christus steht, wird Bestand haben. Alles andere wird vergehen. Weißt du, im Grunde genommen können wir sagen, es ist unrelevant, was mit dem Sternenbanner von der EU, was mit Pergamon, was mit dem ganzen Mythos, mit dem Namen und mit irgendwelchen diesen ganzen Dingen ist, mit dem Ishtar-Tor und sonst was. Das sind alles Hinweise, die uns zeigen, hey, es läuft was Komisches, geistlich ist da was. Im Busch, da sind es einfach, ist etwas, was im Natürlichen auch sich abbildet. Wo man was sehen kann. Ja. Aber es wird nichts davon bleiben. Es wird komplett zermalmt werden. Der Herr wird dieses Weltsystem komplett überwinden. Und wenn wir jetzt in einer Phase uns befinden, die schwierig ist, die tatsächlich Erschütterungen zeigt und die vielleicht noch viel mehr Erschütterungen bringen wird, ja, dürfen wir wissen, wir stehen auf dem Felsen Christus. Das ist der beste Ort, das ist der einzige Ort. Das ist wie die Arche, das ist da, wo wir hingehören. Und in all dem, egal was um uns herum passiert und egal was der Feind ausgeheckt hat, schauen wir auf den Herrn, erheben wir unser Haupt und machen uns bewusst, dass er auf dem Thron sitzt, dass er wiederkommt und dass seine Herrschaft ewig sein wird. Halleluja. Genau. Es wird nicht leicht für uns sein, die Erschütterungen zu sehen. Es wird nicht leicht sein, weil wir mitten da drin sind. Wir sind in diesen natürlichen Prozessen integriert. Aber wir müssen in die Position kommen, zu wissen, auf welchem Felsen wir stehen. Und das Bild von diesem Traum von Nebukadnezar sagt, der Felsen Christus wird dieses ausfüllen. Amen. Christus wird alles in allem sein. Die ganze Erde er erfüllen. Ist der siegreiche Fels, auf dem wir stehen schon jetzt und während der Erschütterungen und danach.
diese Position kann uns nicht genommen werden, es sei denn, wir verlassen sie selbst. Und wir wollen beten für... Wir beten einfach, dass das hervorkommt. Genau, für diese Dinge. Für dass der Herr wirklich... Ja. Er hat den Kontinent nicht vergessen. Amen. Ja, er kennt deine Situation. Er kennt die Bedrängnis. Er kennt die Situation, in der wir sind. Er kennt die Pläne des Feindes. Er kennt die Agenda. Er weiß alles. Ja. Und mit ihm werden wir da durchgehen. Amen. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass der Feind, auch wenn er Pläne hat mit diesem Kontinent, auch wenn da eine Agenda ist, auch wenn er Böses plant, auch wenn er Übles plant, dass du dein Ding machst, dass du kommst, dass deine Herrschaft kommt, dass dein Reich kommt, dass das Licht immer mehr zunimmt. Ja? Und wenn wir in den kommenden Jahren eine zunehmende Klarheit zwischen Licht und Finsternis einfach erwarten, dann wissen wir, es ist das Kommen des Reiches Gottes. Herr, wir wissen nicht, was die kommenden Jahre bringen. Wir wissen nicht, welche Bedrängnis da ist. Propheten haben von Verfolgung gesprochen. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Aber wir wissen eins. Du bist der Herr. Und mit dir werden wir durchgehen. Und du sagst, erhebt die Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das wollen wir tun. Und wir wissen, dass der Zeitpunkt kommt, wo das Weltsystem zermalmt ist, zerrieben ist und nichts von bleibt. Aber der Felsen Christus, das Reich Gottes, alles erfüllt. Wo der Feind besiegt ist, alle dämonischen Strukturen besiegt sind, zum Ende gekommen sind. Und Herr, wir schauen auf dich. Wir lassen uns diese christliche Hoffnung, diese Wahrheit unseres Glaubens nicht rauben, sondern wir wissen, es kommt das Reich des Herrn, was die ganze Erde erfüllen wird. Im Namen Jeschua HaMashiach. Yes. Amen. Amen. Amen.